Ein herzliches Hallo, hier ist Heidi Wellmann und ich grüße dich recht herzlich zu meinem kurzen Tagesimpuls rund um die Berufung und Lebensaufgabe. Lass dich inspirieren und genieße. In dem Augenblick, in dem man sich endgültig einer Aufgabe verschreibt, bewegt sich die Vorsehung auch. Alle möglichen Dinge, die sonst nie geschehen wären, geschehen, um einem zu helfen. Ein ganzer Strom von Ereignissen wird in Gang gesetzt durch die Entscheidung. Und das sorgt zu den eigenen Gunsten für zahlreiche unvorhergesehene Zufälle, Begegnungen und materielle Hilfen, die sich kein Mensch vorher je so erträumt haben könnte. Was immer du kannst, beginne es. Kühnheit trägt Genius, Macht und Magie. Beginne jetzt. Von Johann Wolfgang von Goethe. Ja, ihr Lieben, so ist es auch mit der eigenen Berufung. Du, tatsächlich du hast die Wahl und du kannst entscheiden. Tue es, wähle, wähle ganz bewusst, ab jetzt deiner Berufung Stück für Stück mehr Raum in deinem Leben zu geben, sodass du dein Potenzial zu deinem Wohl und zum Wohl der Allgemeinheit entfaltest. Denn die Welt wartet auf dich und sie freut sich auf deine wunderbaren und einzigartigen Gaben. Also bitte ich dich von Herzen, folge deinem Ruf und wähle, wähle deine Berufung zu leben. Danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch einen zauberhaften Tag. Lebe deine Berufung zu deinem Wohl und zum Wohl der Allgemeinheit.